rechtmäßige Herr von Rathai ist, oder? Nein, es ist Herr Hanusch. Ach, und ist er hier? Oder versteckt er sich etwa unter dem Tisch? Nein. So ein Spaß, ey. Ja, dann sind seine Worte leider nicht mal ein... Denselben Ururgroßvater oder so. Es kommt die Zeit, in der das gut weitergeht. Willkommen, meine lieben Freunde, und willkommen nochmal zurück hier auf meinem Kanal zum nächsten Part von Kingdom Come Deliverance. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt, und ich muss gerade gucken, dass das Mikrofon wieder richtig ist. So, jetzt ist tipptopp. Wir sind das letzte Mal bei dem Rundgang mit unserem wachen Kollegen Nachtigall stehen geblieben und wir sind gespannt, was er uns noch alles über die Stadt so zu erzählen hat. Genau. Also, ich höre zu, mein Freund. Wir haben das letzte Mal ja diesen Streit geschlichtet und haben diese Bettlerin zur Kirche geschickt, weil, ja, wir mussten einfach unserer Pflicht halt nachgehen, ne? Wir können halt nicht jedem geben, was er will. Es gibt Gesetze und an die müssen sich nun mal alle Leute halten. Das ist einfach so. Dum, dum, dum. Der Platz hier? Zu Marktzeiten sieht er viel besser aus. Dann ist er bis zum Brechen gefüllt mit Leuten von überall her. Guten Morgen. Guten Morgen. Mann, ich hab guten Morgen gesagt. Wir haben hier auch eine Bäckerei. Und diesen irren Händler, Wolfram Bruder. Er hat eine hübsche Tochter, hält sie aber an der kurzen Leine. Was den jungen Böcken nicht so gut schmeckt. Angeblich soll er das arme Mädel sogar den ganzen Tag einsperren. Oho. Harte Anschuldigung, mein Freund. Das von einer Wache der Stadt? Hm? Eine Schenke steht hier am Markt, die Händlertaverne. Die andere liegt oben am Tor. Morgen. Da gehen wir später hin. Lass uns näher an die Kernburg gehen. Hier oben war doch, glaube ich, auch der Schießstand irgendwo gewesen. Ah ne, das war da unten bei der Brücke, unter der Brücke da vorne. Hier ist der Schmied. Ich glaube, da oben irgendwo. Schau her! Siehst du den Lump da? Bei Gott, dem Bastard zeig ich's. Bin gespannt, was jetzt passiert. Haben wir's bequem? Almosen bitte, Herr. Für wen hältst du mich? Bist du dumm oder nur unverschämt? Was ist denn los? Dumm also. Hier ist Bettel nicht gestattet, also heb deinen stinkenden Arsch und schaff ihn von hier weg. Wen störe ich denn hier? Mich, uns, jeden. Wenn der Hanusch dich sehe, würde er dich auspeitschen. Ist gut, ich gehe. Verfluchte Bettler. Da reicht man ihnen die Hand und sie wollen den ganzen Arm. Die Regeln sind klar und deutlich. Bettler gehören zur Kirche. Tja, das ist nun mal so. War damals hart? Hier ist die Schmiede. Im Augenblick gibt es ein paar Scherereien mit dem Schmied. Aber sein Lehrling springt einigermaßen für ihn ein. Wie ich höre, bist du auch Lehrling eines Schmieds. Ihr könntet, wenn nötig, helfen, oder? Ihr? Wen meinst du damit? Dich und deinen Meister oder Vater. Wer dich ausgebildet hat. Er. Was ist denn? Mein Vater war der Meisterschmied. Er wurde in Scarlets getötet. Ah. Tut mir leid. Wusste ich nicht. Danke. Mir auch. Mein Papa starb auch kürzlich. Ihn raffte das hohe Alter dahin. Ist nicht dasselbe. Aber ich kann etwas mitfühlen. Hm. Jetzt sind wir bei der Taverne hier. Morgen. Das Rathaier Lehen ist recht groß. Selbstredend hat es hier in der Stadt seinen Ursprung und erstreckt sich entlang der Sasau bis nach Kohelnitz. Dann sind da der Galgenberg und viele abgelegene Höfe rundherum. Neuhof, Merhojet, Meister Smil kümmert sich um Herrn Hanuschs Stelle. Er ist mit Abstand sein bester Vasall.
Für einen Neuankömmling ist das alles etwas kompliziert, nehme ich an. Dieser Herr hier, dieser Herr da, diese Ausnahme hier, die andere dort, Ausnahmen von Ausnahmen, Recht auf halbe Sachen und so weiter. Es würde ein Jahr dauern, sich darauf einen Reim zu machen. Ich bin wirklich ziemlich hungrig. Dieser Turm hier war nur halb so groß, als ich ein Knirps war. Herr Hanusch ließ ihn ausbauen und machte daraus eine Rüstkammer. Ah, das ist da, wo wir unsere Wachrüstung geholt haben. Also die Uniform, die wir haben. Zeigt Erbarmen, werte Nachbarn. Bevor Scarlett zerstört wurde, war ich eine von euch. Musst du nicht in die Kirche? Oder zur Kirche betteln? Da sagt er jetzt aber nichts. Ja, ja, Frauen bevorzugt er, hä? Aber gleiches Recht für alle zuerst. Oder Regeln sind Regeln. Na gut, er hat ja eben gerade auch von Ausnahmen geredet. Anscheinend ist das eine von diesen Ausnahmen. Hab Mitleid mit einem armen Tropfen. Sigismund und seine Brut haben mir alles genommen. Gott sei mit dir, Benesch. Wie geht's? Geht schon, Nachtigall. Ist ruhig heute. Gut. Wo ist eigentlich Moimir? Sollte er nicht hier bei dir sein? Ja. Ist noch nicht aufgetaucht. Ah, verstehe. Na, wo könnte der sich nur rumtreiben? Weiß nicht. Du weißt nicht, hm? Lass mich dir etwas sagen. Wenn der Vogt rausfindet, dass Moimir faulenzt, steckt er tief in der Scheiße. Du als sein Freund willst das doch nicht, oder? Nein. Es wäre also besser, wenn ich das in die Hand nehme, ja? Ja, schätze schon. Also, wo steckt er? In der Schenke. Hatte Durst, also... Ging er auf ein Bier. Wir wissen doch, wie das läuft. Komm, Heinrich, suchen wir diesen Müßiggänger. Und du bringst ihn dann besser zur Vernunft. Also gut. Los geht's zur Schenke. Ah, oh, da ist... Ich bin wirklich ziemlich hungrig. Ja. Was zum Teufel treibst du hier, wenn du am Tor sein solltest? Ach, das war... Beweg deinen Arsch und bewach das Tor. Ich... Schweig und beweg dich. Hast Glück, dass ich dich gefunden habe und nicht der Vogt. Oder gar Hauptmann Bernhard. Was? Setz dich zu mir, Heinrich. Lass uns was trinken. Aber wir dürfen jetzt, oder wie? Der Narr hat mich ganz schön erzürnt. Mich auch. Mich auch, dieser faule Sack. Meine Rede. Gerade jetzt, wenn wir jedes Paar Augen brauchen. Man kann nie wissen, wann die Kumanen kommen. Aber genug davon. Versauen wir uns nicht den Tag. Hör mal, da wir schon hier sind, wie wär's mit einem Spielchen? Oh nee, ich habe keine Lust auf Spiele spielen. Eher nicht. Wir sollten weitermachen. Na schön. Aber lass mich wenigstens austrinken. Aber wir dürfen dann jetzt trinken, oder wie? Ah, die Zeit geht schneller rum jetzt. Nur noch eine Sache, dann sind wir für heute Abend fertig. Das Ende des Tages einläuten und die Schenken schließen. Ist es nicht noch etwas früh? Ich weiß nicht, wie es in Scarlett war, aber in Ratai machen wir zu dieser Stunde dicht. Außer bei Jahrmärkten und Festen. Dann machen wir gar nicht dicht. Verstehe. Soll ich die Glocke läuten? Wenn du schon fragst. Die Glocke ist außerhalb des Rathauses. Läute sie dreimal. Dann geh zur Schenke beim Marktplatz und sieh zu, dass der Wirt zusperrt. Mach ich. Also. Bevor ich's vergesse, es ist verboten, im Dunkeln ohne Fackel durch Ratai zu gehen. Hier, nimm die. Ich könnte einen Happen vertragen. Also gut, jetzt essen wir erstmal was, weil der Typ verhungert uns ja hier. So. Jetzt haben wir noch eine Fackel. Oh, warte, wie war das denn nochmal gewesen? Fackel? Ausrüsten? Ah, die habe ich jetzt. Tipptopp. Also, wir sollen dreimal die Glocke läuten, die unten beim Rathaus ist, und dann sollen wir schauen, dass der... Geh doch weg. Meine Zweifel an dem Fuscher. Dass der eine seinen Laden schließt. Den kenne ich, der ist ein ehrlicher Gesell. Guten Abend. Guten Abend. Look, die begleiten jetzt die ganzen Leute wieder in ihre Häuser zurück. Wahrscheinlich so aus Sicherheitsgründen und so. Ja, gibt halt Regeln hier, ne? Oh, den kennen wir doch. Der war doch zwei, drei Parts vorher bei diesem Gespräch mit dabei gewesen. Glaube ich zumindest, dass das der war. Doch, das war der gewesen. Cool. So im Dunkeln habe ich, glaube ich, noch nie wirklich gespielt, oder?
Wir haben sonst immer die Zeit abgesessen oder geschlafen halt. Das ist eine ganz andere Atmosphäre plötzlich. So, hier wäre auch das Rathaus, hat er doch gesagt. Und er hat gesagt, außerhalb des Rathauses ist die Glocke. Und die müssen wir dreimal läuten. Ah, da ist sie. Nun denn. Mach die Händlerschenke beim Marktplatz dicht. Die Händlerschenke. Die müsste doch hier oben sein. Oder? Nicht, dass wir jetzt zu weit laufen. Ah, doch, hier. Wirklich laut war die Glocke jetzt aber auch nicht. Vielleicht gehört die wirklich nur auf dem Marktplatz. So eine schöne Nacht, meine Freunde. Die Sterne leuchten, die Bettler betteln. Mittlerweile ist sie richtig gut. Das wundert mich nicht. Betty war schon immer geschickt. Das stimmt. Jedenfalls habe ich Tonda aus Tabor ein paar ihrer Stücke gezeigt, von dem ich immer meine Sachen kaufe. Und prompt fragt er mich, wie viel ich dafür haben will. Hört, hört. War selbst ganz verblüfft. Nur war ich nicht sicher, ob Betty... Lassen wir die beiden mal in Ruhe, die wollen unter sich sein. So, hier ist die Händlerschenke. Und der Domherr von St. Wenzel in Olmütz war so besoffen, dass er das Schwein auf den Marktplatz trug, sattelte und darauf durch das Stadttor ritt. Also wir wussten, dass das nur böse enden konnte. Weshalb Herr Peter und ich losritten und nach dem guten Domherrn und seinem Schwein suchten. Und habt ihr ihn gefunden? Wir spürten das Biest bei einem Koben hinter Kronau auf. Ich meine, das mit der Tonsur auf dem Haupt. Das echte Schwein haben wir nie gefunden, aber der Domherr lag friedlich schlafend im Schweinestall. Gleich und gleich gesellt sich gern. Es scheint, als würde dies auch auf Säue und Prälaten zutreffen. Ein Toast, werte Herren, auf Säue und Prälaten. Gott schütze ihren Speck. Herr Hans, vergib mir die Störung, aber ich muss... Was musst du? Willst du dich uns anschließen oder uns einen ausgeben? Ich bedauere, aber wir trinken nicht mit Bauern. Das hier ist kein Dorf, du Bürschchen. Nein, Herr. Es ist Sperrstunde. Die Schenke wird jetzt geschlossen. Solange ich hier sitze, wird gar nichts geschlossen. Ist das klar? Wenn das alles ist, darfst du dich verabschieden. Hast du den Verstand verloren? Du kannst dem edlen Herrn keine Vorschriften machen. Der ist reizbarer als ein Bär mit Magenschmerzen. Wenn ich du wäre, würde ich ganz schnell wieder verschwinden. Der Vogt hat mir aufgetragen, die Schenke zur Sperrstunde zu schließen, sodass niemand nach dem Abendläuten die Ruhe stört. Was, der Vogt? Weißt du, der Vogt kann mich mal. Ich schätze, du hast nicht vergessen, wer der rechtmäßige Herr von Rathei ist, oder? Nein, es ist Herr Hanusch. Ach, und ist er hier? Oder versteckt er sich etwa unter dem Tisch? Nein. So ein Spaß, ey. Tja, dann sind seine Worte leider nicht mal einen Furz im Badehaus wert. Außerdem hat er nur das Sagen, bis ich erwachsen bin. Das kann ja noch eine Weile dauern. Genug! So sprichst du nicht mit mir, klar? Ich bin ein Adliger. Ich bitte Sie, edle Herren, ihr werdet hier doch wohl keinen Kampf anfangen, oder? Und ob, wie wir das werden. Ich werde diesem Bauern zeigen, wo er hingehört. Muss ich gegen den kämpfen, oder was? Na, das wird ja jetzt was. Scheiße. Eine Kneipenschlägerei. Sofort. Du hast es so gewollt. Weiter nehmen. Nein, wie macht er das? Das will ich auch können. Oh, der hat ja keine Chance hier. Oh, shit. Ich glaube, wir werden dafür ausgepeitscht, Leute. Aber scheißegal, der hat's aufs Maul verdient, ganz ehrlich. Ja. Kruzifix! Was in Herrgotts Namen geht hier vor sich? Was ist? Antworte mir, verdammt! Verdammt! Dieser Opse hat mich beleidigt. Ich musste ihm eine Lektion erteilen. Indem du dich im Dreck wälzt wie ein Schwein? Ja, das zeugt doch von edlem Verhalten. Herr Hanusch, der Vogt befahl mir die Schenke... Sei still!
Halte deinen Mund, du kannst wirklich froh sein, dass du aus Ratzigs Gemeinde stammst. Bist du denn völlig des Wahnsinns? Erhebst die Hand gegen einen Edelmann. Und du, Hans, wie oft habe ich dir schon gesagt, dass es vielleicht gut für die Moral sein mag, sich mit seinen Untergebenen zu betrinken, es deinem Ruf jedoch schadet. Du verbringst all deine Tage saufend und weiberjagend, was egal wäre, wenn du auch deinen Verpflichtungen nachgehen würdest. Jetzt sehen wir ja, wohin dieses Verhalten führt. Morgen begleitest du mich zu einer Anhörung. Ein paar Gutsbesitzer baten mich, einen Disput zu klären. Du wirst dabei viel lernen können. Ich hatte eigentlich vor, morgen auf die Jagd zu gehen, aber wenn du meinst, ich solle den belanglosen Nörgeleien ein paar alter Narren lauschen, so sei es. So auf die Jagd? Nun denn, edler Herr, ich sage dir was. Geh ruhig jagen. Wirklich? Oh, gewiss doch. Wer bin ich denn, es zu wagen, den jungen Herrn Capon seines Spaßes zu berauben? Und Heinrich wirst du als deinen Knappen mitnehmen. Den? Oh, auf gar keinen Fall. Shit. Du tust gefälligst, was ich sage. Es ist längst überfällig, dass du lernst, Menschen auch abseits der Wirtshäuser zu führen. Jetzt verschwinde! Oh, also gehen wir morgen auf die Jagd, meine Freunde. Ich bin dem Vogt verpflichtet und ich kann jetzt nicht mehr. Du bist ab heute Herrn Capon verpflichtet, klar? Es ist Zeit, dass du lernst, wie man sich in der Gegenwart des Adels verhält. Gehen wir. Sag der Küche, ich bin hungrig. Es war eine lange Reise. Na, da hat sich ja was zusammengebraut, meine Freunde. So, dann gehen wir morgen also auf die Jagd. Okay, dann würde ich sagen, Leute, dass wir an dieser Stelle den Part beenden. Wir sind auch jetzt dann gleich bei 20 Minuten angekommen. Und ich hoffe, euch hat der Teil gefallen und ich bin halt mega gespannt, wie es morgen auf der Jagd kommen wird. Ich hab so ein bisschen das Gefühl, dass wir dann dem Herrn ein bisschen näher kommen und vielleicht dadurch dann sich uns neue Wege veroffenbaren. Ich weiß es nicht, aber wie gesagt, das werden wir morgen erfahren. Und ansonsten würde ich sagen, Leute, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, bis hierhin geschaut habt. Und habt einen schönen Tag noch, haltet die Ohren steif, euer Nier, ciao!